Hallo, schönen guten Morgen. Mein Name ist Tobias Jahn. Ich habe hab eine Haartransplantation machen lassen, wie man sieht, und habe eine Injektion in die Haut machen lassen und in die Kopfhaut, damit die Haut postoperativ besser durchblutet wird und die so ein bisschen erneuert wird. Erfahren habe ich von einem Bekannten in Deutschland, der das auch hier machen lassen hat mit der Haartransplantation und sehr zufrieden war. Ja, also meine Erfahrung ist wirklich sehr, sehr positiv. Die Anreise, der Transfer zum Flughafen, das Aufnahmegespräch, die Operation an sich, die Nachsorge, das hat alles hundertprozentig funktioniert. Also bis jetzt wurde das alles so eingehalten, wie es halt auch besprochen wurde und wie ich halt auch die Informationen bekommen habe. Ich habe alles schriftlich bekommen, ich kann alles nochmal nachlesen. Ich habe einen privaten Kontakt, einen deutschsprachigen, den ich halt permanent kontaktieren kann, wenn ich irgendwelche Fragen habe, auch außerhalb der Transplantation. Und die wurden bis jetzt auch immer sofort beantwortet. Also wie gesagt, ich kann nur Positives sagen, bin sehr zufrieden und das endliche oder das letztendliche Ergebnis, das wird ja erst in einem Jahr zu sehen sein. Aber bis jetzt sieht das alles sehr, sehr gut aus. Ne? Okay, dann war es das von mir. Ich ermutige somit auch andere Leute, die auch noch ein bisschen Zweifel haben, das auch machen zu lassen, weil ich weiß, wenn man Geheimratsecken so wie ich hat, über das ganze Leben lang oder sagen wir mal die letzten 25 Jahre und man sieht, dass es immer mehr wird, dann nagt das schon manchmal an der Psyche und ist halt auch manchmal sehr belastend. Also ich habe jetzt erstmal ein befreiendes Gefühl, glaube ich, habe ich noch ein paar Schmerzen, aber ansonsten finde ich das alles sehr, sehr gut und demzufolge kann ich das auch nur weiterempfehlen. Ne? Alles klar. Okay, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und bis irgendwann mal wieder. Ciao, ciao.